So, mal kurz willkommen zurück, ja. Es ist große Verkaufstour angesagt und zwar nicht verkaufen meine Erträge, sondern verkaufen meine Fahrzeuge, weil ich sie alle rausschmeiße. Den Scania habe ich auch rausgeschmissen, diesen, der so krass klang. Der hat mir so circa zwischen 10 und 20 Lua-Call-Stacks reingeballert. Tschüss. Arrivederci, bye bye. Der dürfte sich verabscheuen. Ja, ansonsten der kleine Deutz Fahr-Akkordron. Der 120 Mark 3 durfte auch gehen. Aber das war ja kein Problem, weil den wollte ich ja eh nicht mehr haben. Ich habe den größeren geholt. Der ist auch fehlerfrei. Die John Deere Black Edition, die zwei, die schwarzen, perversen Trecker, werden gehen. Was noch? Hier sind noch so ein paar Dinger. Zuckerrüben, das ist dann sogar in-game, verkaufen wir jetzt auch noch mal eine Ladung. Kartoffeln, weil sie noch nicht nach unten bringen, werde ich sie nicht. Ich werde sie erstmal zu mir ins Kartoffellager bringen. An den Hof. Jo. Ja, da fliegt jetzt einiges raus, das hilft alles nichts. Also der Scania ist geflogen, die John Deere fliegen noch. Es war noch irgendwas, was auch noch fliegt. Ansonsten waren es Warnings sind mir egal oder kleine Errors sind mir auch egal, aber wenn da Callstacks sind, dann fliegt das Ding. Das hilft ja alles nichts. Na? Keine Diskussion, nicht lang rumheulen, tschüss. Egal. Was ich gemacht habe, ich habe mir das manuelle Ankoppeln ran gemacht. Wenn ein Träger darauf vorbereitet ist, kann man sogar Schläuche und was extra ankoppeln, ist vielleicht ganz witzig. Allerdings, ne, ich kann also jetzt nicht mehr aus dem Fahrzeug raus hier einfach koppeln, geht nicht mehr. Was auch, es steht dann nämlich auch rot da. Was auch nicht geht teilweise, es steht auch teilweise deswegen rot da, weil ich es erstmal senken muss. Oft. Blöderweise sogar ein Grubber. Ich habe jetzt oh, scheiße, da komme ich nicht durch. Ich habe jetzt am Verkaufspunkt einen Grubber stehen, der steht richtig scheiße da. Und zwar, weil ich den, ach Mensch. Weil ich den, zu Boden senken musste, um ihn abzukoppeln. Das ist ein bisschen hohl, aber okay. Mag dann mal so sein. Von mir aus. Ja, dann werde ich mir jetzt gleich den anderen schon die auch noch schnappen. Sobald ich die letzten Rüben geholt habe, werde ich mir den anderen schon dir. Ach, leck mich doch am Arsch! Dann geh erstmal zusammen, Mann. Werde ich mir den anderen schon die auch noch schnappen, werde die beide runterbringen. Kann die nicht mal direkt verkaufen, ja, also das geht also auch nicht. Ich muss es über die Garage machen, daran merkst du schon, was das für Scheißdinger sind. War genauso mit dem Scania, war genauso mit dem Deutz Fahr-Akkordron, also weißt du schon Bescheid. Wenn was Callstacks macht, dann kann man es auch nicht verkaufen. Und dementsprechend, also wenn im Prinzip jedes Fahrzeug, was ich nicht beim Händler direkt gleich wieder verkaufen kann, muss ich schon stutzig werden. Ja, das ist ein schöner Test für die Zukunft, ohne die Lok reinzugucken. Ja, wenn ich also sehe, die lassen sie nicht verkaufen oder da geht nichts zu konfigurieren oder was oder auf dem Händler zuzugreifen, weiß ich schon Bescheid. Kannst wegschmeißen den Schrott. War ja eine ganz nette Idee, aber dann haben wir keinen 700 PS Trecker, ist egal. Wir haben einen mit knapp 600, das ist mein Xerion. 500 Schlag. Ansonsten haben wir ein paar mit 410 und das muss reichen. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen können, aber hier mit 600, die können wir auf keinen Fall machen, die werde ich jetzt rausschmeißen. Ja, hier kommt jetzt Hopfen drauf. Ich habe mich ein bisschen umentschieden. Kartoffeln werden auch nicht so viele. Das wird nur Feld 7 Kartoffeln, weil Kartoffeln gibt einen echt guten Ertrag, wie Rüben auch. Du könntest dann weiterlaufen, Spiel, danke. Aha, sehr nett. Dann werde ich nämlich erstmal gucken. Dann auf Feld 6 stecke ich dann lieber erstmal irgendwas anderes rein. Mal sehen was. Irgendein Getreide. Dann machen wir erstmal eine große Hopfen-Session. Feld 1, 2, 3. Minimum. Ja, denke ich schon. Ja, und dann Feld 4 und Feld 5 und Feld 6 irgendwelche Getreidesorten. Vielleicht sogar ein bisschen Soja, wenn es nur zu verkaufen ist. Na, können wir auch machen. Ja, dann ansonsten bin ich gerade dabei, nach und nach diesen Multistorage eben rauszuballern. Ach komm jetzt! Spiel! Ja, ich renne da schon wieder, ich weiß. Aber so schlimm ist es ja auch nicht. Hallo. Ja. Mache ich den also gerade noch leer und eben dieses Place Able Silo, weil ich das dann an den Bahnhof stellen muss, damit ich da die Map-Version wechseln kann, um dann seine neue Map-Version zu benutzen. Naja, was ich beim Opa Zockt jetzt gesehen habe, wo ich mitgezockt habe, danke dafür,
Erstmal war es eine ganz witzige Truppe, klar, auch ein paar Kinder dabei, ja, und mein Gott, ist ja scheißegal. Aber die haben trotzdem vernünftig gearbeitet. Sonst halt bloß Flausen im Kopf. Lossberg, Hügelland oder Lösshügelland oder so. Die ist ja wohl mal geil. Die ist cool, die Map, und die hat auch schön große Felder, ja. Also von der Abwechslung und vom Ding her ist die natürlich 10-mal schöner als die hier, ja. Die ist sehr einfach, sowas, mit ein bisschen Einarbeitungszeit könnte ich das auch bauen. Es ist einfach gehalten, Deko ist eigentlich keine vorhanden. Ein paar Büsche und was, es ist nicht viel hier. Das ist nicht schwierig, das zu machen. Es kostet Zeit, ja. Aber diese Lossberg oder Lossberg, die ist schon ein anderes Kaliber. Von der Deko-Artikel her und von der Dichte und von allem, was da geht. Ey, leck mich am Arsch. Und es ist auch eine Mod-Map, ja. Ja, nicht schlecht, gefällt mir. Vielleicht zocke ich die auch ein bisschen. Ja, die Saxonia werde ich mir auch nochmal angucken, auch wenn die natürlich genauso wie diese hier von der Detaildichte her, kannst du die auch wegschmeißen, die Saxonia, ne? Also das ist auch so möglichst einfach gehalten. Ja, okay. Ich finde es trotzdem witzig. Ist halt eine Vierfach-Map. Und die Porta Westfalica wäre auch noch ganz interessant vielleicht. Rauf damit, ja. Okay, jetzt machen wir unten weiter. Also, wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich einiges verkauft habe. Und dann vielleicht weiß, inwieweit ich noch Callstacks drin habe in meinem Safe Game. Ich habe jetzt jedes Mal einfach mal die Log gelöscht, um das eben nachzusehen. Das kann man ja machen. Man kann ja die Log einfach mal löschen, ne? Da haben wir eine clean Log und die wird einem dann auch was erzählen. Na, jetzt schauen wir mal. Leider, mein Radlader werde ich auch wegballern müssen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe nur einen hässlichen gefunden. Der ist ja von der Art her absoluter Müll. Ja, mit ein bisschen Einarbeitungszeit könnte ich das auch. Das ist ganz einfach gemacht. Ein Heckgewicht, einfach mal eine Hydraulik hier hinten ins Heck rein, ja. Irgendwo ein Hydraulikpunkt reingemacht. Ja, super. Ja. Großes Können, ja. Da lobe ich mir dann doch so Modder wie hier Farmer Andy oder Maru, die sich Mühe geben. Ja, aber leider, der Volvo-Radlader hat einen Callstack drin. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch fliegen müssen. Es ist nur einer. Und es ist keiner, der sich ständig wiederholt. Von daher, okay. Aber ist trotzdem, auf Dauer möchte ich eine Raushabe haben, ne? Naja. Wenn ich also ein bisschen was raus habe und mal geschaut habe, was ich jetzt neu kaufen kann an Treckern, als Ersatz für die zwei Mördermaschinen, rühre ich mich nochmal. Bis gleich. Na, mal gucken, vielleicht ist das Feld hier bis dahin auch fertig gesät. Naja. Gibt ein bisschen was zu tun. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich bin ein bisschen ein behinderter Mensch manchmal, ne? Also, nichts gegen Behinderte oder so. Ich bin selber leicht beeinträchtigt und das soll keine Beleidigung gedacht sein, aber ich bin manchmal ein bisschen beschränkt im Kopf, also einfach dumm. Ich kann doch Hopfen nicht mehr nachträglich düngen. Ja, na und? Wie wäre es denn gewesen, wenn ich über das Job Straw mir mal einen Komposterfahrer hätte drüber laufen lassen und hätte es dann erst gekrubbert? Dann wäre es schon zweifach gedüngt gewesen. Dann wäre es jetzt beim Drüberfahren schon dreifach gedüngt. So, das heißt, ich weiß, was ich da drüben mache. Auf Feld 2. Noch nicht grubbern. Ja? Blöd, Mann. Ich bin so doof, ey. So, da bin ich normal. War gut, dass ich gewartet habe. Zuckerrüben schnellen gerade schön nach oben. Oder sind gerade schön nach oben geschnellt. Der erste steht schon da. Der steht hier dann auch gleich in der Ab-8-Stellung. Der wird dann verkauft danach, der Schlepper. Der darf gehen. Da läuft gerade noch Factorio, man hört es im Hintergrund. Egal. Ja, das ist der neue, ne? Der 165er Agrotron. Das ist jetzt der Dünger. Passt schon. Ja, der wartet hier in der Achtstellung aufs Feld 6. Das ist nämlich auch noch Zuckerrübe, deswegen brauche ich mir überhaupt keinen Stress machen. Und habt ihr gesagt, die zwei Hänger, die ich da jetzt habe, die werden verkauft. Was ich jetzt noch drin habe, sind noch 30 oder 40.000 in dem Blazeables Multistorage. Das sind 50. Das geht ins Hoflager. Mal gucken, was man dann macht. Entweder als Reserve für Schweinefutter oder scheißegal. Was ich auch mache, ich lasse den gerade hier grubbern. Auf Feld 2. Nachdem ich ja mit dem Ding drüber gefahren bin, mit dem Miststreuer. Und siehe da, jetzt ist schon zweifach gedüngt. Ja? Und jetzt geht auch noch der hier drüber. Mit seinem sowieso vorinstallierten Dünger. Bam! Dreifach gedüngter Hopfen hat man noch nie. Ich bin so dumm, ey. Das hätte ich schon längst haben können. Ja, naja. Habe ich ein bisschen gepennt. Also, das wäre witzig.
weil der Drescher schafft dann definitiv es nicht von oben nach unten. Das Problem ist aber, sein Rohr ist dann auf der falschen Seite und ich will natürlich nicht in die Frucht fahren. Weil ich schalte Fruchtzerstörung nicht aus. Ja, im Gegensatz zum Meister Daniel für Action. Nein, ausgeschalten wird sowas nicht. Dann muss man sich halt was überlegen. Ja, okay, dann muss man die Drescher immer rausfahren, wenn man Pech gehabt. Jetzt gucken wir mal, wo der gerade fährt. Ich meine, mir ist es jetzt eh wurscht, da ist er gerade, ja. Ich kann ja hier stehen bleiben, ich habe ja keinen KI-Verkehr an. Lass gut sein, aber wenn wir jetzt schauen. Ich bin ja einmal mit dem... Es steigt immer noch, wow, wir warten noch. Ich bin ja einmal mit dem Düngerstreuer drüber gefahren, also mit dem Miststreuer. Hab Kompost drauf geballert, ja, jetzt grubber ich's gerade, jetzt ist schon zweifach gedüngt. So, bam. Ja, und jetzt geht mir das Sämaschine danach drüber, dann ist Feierabend. Ja, das hätte ich bei Feld 1 auch mal so machen sollen. Naja gut, bei Feld 3 machen wir es auch so, danach haben wir definitiv Feld 1, 2, 3, wenn wir abgeerntet haben. Genug Hopfen. Erstmal in der Brauerei, da brauchen wir nichts mehr reinballern, das ist erstmal okay, dann gefällt mir. So, ja, jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass endlich das Zeug fertig wird, den verkaufen wir jetzt. Ja, den anderen kann ich noch nicht verkaufen, weil sonst kriege ich den Ding nicht mehr weg, das ist natürlich blöd. Was ich jetzt machen wollte, war... Ja, wir machen einmal den Arbeitsmodus an. Oh, hat sich schon erledigt, der ist voll. Ja, jetzt können wir natürlich schauen, wo vielleicht... Möchte ich mal aufpassen, ich hoffe, ich... Bämsel, da jetzt kein... Natürlich bämsel ich jetzt Paletten weg, scheiße. Naja, gut. Schicksal. Wird schon schief gehen. Ja, wo ich jetzt überhaupt noch Paletten hinbringen kann, ne? Och, könnte man den sogar reparieren, muss sich's lohnen? Ja, okay, komm. So. Fabrikskript. Naja, bei Grapfutter ganz bestimmt nicht. Ölraffinerie Raps. Wie viel ist denn da drin? Leerpaletten. 55%, da können wir hier reinholen. Okay. Oh mein Gott, wieso bin ich denn müde, Mann? Ich habe echt genug geschlafen eigentlich. Und habe morgen erst Spätschicht, deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen was machen. Danach wahrscheinlich gleich noch eine Folge Factorio aufnehmen. Für die Leute, die sich auch das ein bisschen angucken. Ich meine, das sieht bei mir absolut nicht schön aus. Und ich werde demnächst eine neue Karte starten. Mit mehr Aliens. Auch etwas verringert, aber nicht so bescheuert, wie ich es da gemacht habe. Weil das war schon ein bisschen zu krass. Naja, oder ich sollte eben doch einfach mal so machen. Das ist vielleicht dumm. Sich ein Radar zu bauen. Warum ist das dumm? Und wo wollte ich jetzt gerade hinfahren? Kartoffeln, oder? Was hatte ich jetzt gerade im Kopf? Kartoffeln? Oder wo wollte ich hin? Öl! Raffinerie wollte ich hin. Mein Gott. Es ist vielleicht ein bisschen dumm, aber gut, das gehört jetzt hier auch nicht her. Das gehört zur Factorio dann eher. Ich habe da vielleicht ein bisschen einen blöden Fehler gemacht. Ja, mal schauen. Ich denke ein bisschen falsch. Ich sollte vielleicht auf den Erstkontakt warten und nicht ihn suchen. Weil bis jetzt habe ich ihn immer jedes Mal gesucht. Das ist vielleicht nicht ganz so sinnig. Vielleicht erstmal mit meiner Starting Area zufrieden sein. Die nehmen. Und dann passt es schon. Du kriegst es hin, ja, oder? Ja, passt. Alles gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das gleich nochmal an, wenn wir die Sämaschine drüber jagen. Sehen wir uns dann abschließend nochmal für dieses Video. Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert. So wie ich mir es ungefähr so vorgestellt habe. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen verkaufen. Ich habe oben noch an der Papierfabrik gerade einen Laster voll Papier. Also diese Papierrollen, die brauche ich nicht, weil in der Molkerei ist genug und die haben eh keine Milch mehr. Das wird ja eh wieder schon wieder nachproduziert. Also die Paletten möchte ich ganz gern verkaufen oder ins Palettenlager ballern. Muss mal gucken. Wenn der Preis gerade richtig scheiße ist, dann tun wir sie nur ins Lager. Die will ich ja nicht mal wegballern hier, die Bäume. Ach ja, das gibt's doch nicht, ey. Also ich glaube, lange mache ich heute nicht mehr. Vielleicht doch keine Folge Factorio. So eine Scheiße. Verstehe ich nicht. Aber gut, wenn man müde ist, hilft ja nichts. Ich bin ja kein Koreaner, der sich dann zu Tode zockt oder so. Also das muss nicht sein. Ich geh mal ins Bett. Na, bis gleich. Wenn wir die Sämaschine noch drüber jagen. So weit bin ich ja noch fit genug. Das machen wir noch. So, okay. Naja, der Abschluss dieser Folge. Also das lohnt sich. Ne? Wenn wir jetzt nämlich schauen. Hier steigt es übrigens kaum noch. Wir werden gleich die Zuckerrüben verkaufen. Nee, das wollte ich. Jetzt ist es dreifach gedüngt. Ich bin so bescheuert.
Ja, der Ertrag wird dann aber witzig. Das sind nämlich nochmal 30% mehr, als was ich bis jetzt immer hatte. Und Hopfen ist schon ertragreich, ja. Oha, oha. Naja, gut, Feld 3 machen wir genauso. Und Feld 4, weiß ich noch nicht, wird dann wahrscheinlich erstmal ein Getreide. Ich werde Mais bis zur Version 2.6 warten lassen. Jetzt hat es aber schön gehabt, was ist denn los? So, also jetzt. Ja, die brauchen wir. Ach ja, übrigens, wir haben ein Angebot, fällt mir gerade auf. Wir können mal den Händler aufsuchen. Onlinehandel, bitte. Firma Klaas ist im Angebot. 5%. Das reißt jetzt nicht raus. Also, das gibt's doch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich die Aufnahme drücke, davor gähne ich nicht. Ey, was soll denn die Scheiße? Ist ja ein bisschen ätzend. Aber was mir so einfällt, den brauche ich wieder. Ne? Die Gold-Edition des Klaas Xerion. Weil, warum ich die brauche, ich muss doch die zweite schon dir verkaufen. Ja, das war's ja. Deswegen. Ein Jaguar haben wir ja. Also, das kann doch nicht sein. Oder ich hole mir nur ein Axion, auch das wäre okay. Aber nicht die 800er Serie, die ist zu schwach. Ich bräuchte schon auf jeden Fall die Serie, die, sind das für Gewichte? Ach, das sind nicht die richtigen, ne? Das sind die kleinen für kleinere Trecker, ja. Ja. Weil das sind nicht die aus dem Xerion-Paket, weil da gibt es nämlich hier die Direct Disc. Was ist das? Das ist Gras oder was? Nee, das ist für anderer Scheiß. Ja doch, Gras geht schon auch, aber das ist dann der für ja, klar, und der alles häckselt. Außer Mais eben. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Fluch hier. Ich gähne jetzt gerade alle 5 Sekunden. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, 300.000 ist ein bisschen viel vielleicht. Schade. Ja gut, haben wir die Drescher. Ja, wenn ich gemeint habe, wäre der hier. Der hat auch ein Error drin, aber kein Lua Coil Stack. Der hat, oder war es sogar nur ein Warning? Ich glaube, es war nur ein Warning, dass irgendwas nicht passt mit dem. Ja, das ist mir ja egal. Na? Weil den kann man bis zu 410 PS hochjagen. Oder sogar mehr. Ja, 410. Und das wäre ausreichend für den schweren Pflug oder für den schweren Grubber. Warte mal, ist es überhaupt ausreichend für den schweren Pflug? Ich glaube schon. Das gibt's nicht, ey. Ja, doch, ist ausreichend. Also, jetzt machen wir dann aber Schluss, ey. So ein Blödsinn, was ist denn das? Ja, den kann man schon fast verkaufen. Vorher werden wir aber, ja, die hier. Der hat noch ein paar Leerpaletten, die fahre ich jetzt noch zur Kartoffelfabrik. Der muss jetzt hoch. Ja, hier sind wir fertig, oder? Ja, das ist die Sämaschine jetzt dabei, genau. Der muss jetzt hoch zu Feld 7 und muss vorbereiten für das Kartoffelstecken. Aber das machen wir dann. Das kann ich offscreen machen oder wie auch immer. Was wir jetzt noch machen, schnell. Na komm. Ja, hier haben wir wieder genug Wasser gesammelt und so weiter. Der möchte nämlich gerne da drüber fahren und möchte dann Kartoffeln reinballern, aber davor brauchen wir das Feld vorbereitet. Gegrubbert. Jetzt wäre es natürlich echt eine Idee, die Kartoffeln genauso zu machen. Damit ich mir den Stress gar nicht machen muss, da nochmal drüber zu fahren. Einfach vorher einen Kompostding drüber jagen. Deine Idee, glaube ich. Könnte ich machen. Jetzt hätte ich nur ganz gern Danke. Mein Gott. So, jetzt verkauft es. Das bietet mir nochmal Geld. Das ist vielleicht sogar ganz gut. Das ist ganz praktisch, würde ich sagen. Ne, dann lasse ich es jetzt gut sein. Dann nehme ich jetzt nichts mehr auf. Dann gehe ich jetzt ins Bett. Das ist so ein Blödsinn. Was ist denn das, ey? Auf einmal nur noch am Gähnen. So spät bin ich nicht aufgestanden. Was soll denn der Schwachsinn? So, wie viel gab das? 58.000 ist jetzt nicht die Welt. Ja, aber dann könnte ich mir doch glatt noch ein Xerion kaufen. Ich meine, für BGA-Handling ist der sowieso nice. Der muss weiter vor. Weil da ist ja noch der große Hänger dahinter. So.
Ja, der für BGA-Handling ist der sowieso nice und den gibt es glaube ich auch. Ach ne, den gab es im LS15 mit Plow Specification, speziell für Pflug. Der ist halt schön hier mit seinem. Aber das haben die anderen auch alle, die Fronthydraulik, die John Deere. Mit Kettenzug und so weiter. Das haben die Gescheiten eigentlich auch alle. Die 8030er Bauserie, die ich da drauf habe noch, die müsste es genauso haben. Weil das ist ja Mist hier. Das Teil, ich werde bekloppt, ey. Also es ist nicht so spät und ich habe eigentlich genug geschlafen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin vorhin zu viel eintönig Häcksler gefahren auf dem Community-Server, auf der Lostberg oder Lösberg. Ja gut, es war jetzt nicht mehr so viel, aber gab auch nochmal gut was, passt. So, dann können wir nämlich jetzt Folgendes machen. Ach so, können wir nicht. Ich kann ja nicht abkuppeln. Muss ich so machen. Bam. So. Was kann ich hier noch? Ach so, reparieren. Ja, das brauchen wir nicht. Okay, jetzt können wir nämlich in die Garage gehen und können sagen, die zwei John Deere können verkauft werden. Und dann passt es. Na? Dann sind die nämlich auch weg. Dann können wir den nächsten Mod rausballern. Das bringt nämlich einfach nichts, leider. Ja, schön wäre es jetzt, wenn der. Muss mal gucken, was wir noch so haben, weil der Volvo ist halt nichts. Schade. Hä? Wo habe ich denn das Ding noch? Wo steht denn der Tieflader? Ach, steht der einfach so oben? Ich bin gerade überlegen, den LKW davon habe ich rausgeschmissen. Na gut, okay. Also, Dark Glass gerade im Angebot ist, werde ich mir noch eventuell, ja, das habe ich mir auch geholt, werde ich mir eventuell noch ein Glas holen. Xerion oder auf jeden Fall, na, der wäre schon ganz nett. Oh, den kann ich sogar hier für 300 haben. Oh, das heißt dann aber was, ey. Hm? 600 PS. Passt schon. Reicht. Na? War noch nicht viel im Einsatz, ist klar. Nee, dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Gab es noch ein bisschen Geld und ich würde, denke ich, nutze jetzt die Chance wegen Glasangebot. Die nächsten schmeiße ich raus. Und dann werden meine Call-Stacks nochmal geringer. Was doch ganz nett ist. Oh, der war jetzt aber mehr wert. Warum war der jetzt mehr wert? Der andere war nur 1000 wert. Ach so, den hätte ich wahrscheinlich reparieren müssen, ja. Nee, aber das waren Geldfresser. Also die haben mich wahrscheinlich auch mehr gekostet, als sie mir gebracht haben. Total für den Arsch. Gut, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns. Hä? Ach so, ja. Ich habe da einen mit Schubplane. Wir sehen uns im nächsten Part, wo ich dann mal ohne Faktorienmusik vielleicht aufnehme. Ich höre es ja gerade schon wieder. Wo ich dann wahrscheinlich schon das Feld 6 auch geerntet habe. Und Feld 3. Und dann mal gucken, was wir noch so gerissen haben ein bisschen. Und jetzt heißt es eben einfach mal ein bisschen einkaufen noch. Bis dahin. Jetzt gehe ich nicht über Angebote, ich Idiot.